Steht Amazon vor dem Bankrott? Keine Angst, ich bin nicht lebensmüde geworden. Diese These habe selbstverständlich nicht ich aufgestellt, sondern der Gründer und CEO von Amazon, Jeff Bezos selbst. Dieser These möchte ich auf den Grund gehen und außerdem schauen wir uns die Fangaktien an. Facebook, Amazon, Netflix, Google. Ist die Korrektur vorbei oder geht sie noch weiter? Los geht's. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Trademacher-Kanal. Also, steht Amazon vor der Pleite? Keine Sorge, sicherlich nicht unmittelbar. Das bezieht sich auf eine Aussage des Gründers und des noch immer aktiven CEO Jeff Bezos. Und bevor mir nun zahlreiche Rechtsabteilungen irgendwelche Mahnungen ins Haus schicken, völlig unnötig. Ich zeige euch einmal eben am Bildschirm, wie die Überschriften zu diesem Thema aussehen. So, hier also das Google-Ergebnis dieser eleganten Kombination der Wörter Jeff Bezos, Amazon, Pleite. Man sieht also hier oben die Schlagzeilen. Geht Amazon bankrott? Jeff Bezos ist davon überzeugt. Amazon ist zeitweise eine Billion Dollar wert. Dennoch glaubt Gründer Jeff Bezos, dass sein Unternehmen scheitern wird. Jeff Bezos prophezeit Pleite. Amazon CEO rechnet mit Pleite. Warum mich das nicht im geringsten beunruhigt? Na, da sind wir ja schon zwei. Amazon Chef glaubt, dass Amazon pleite geht. Eines Tages geht Amazon pleite und so weiter. Nicht too big to fail. Amazon Chef Jeff Bezos glaubt an Amazon pleite. So, das nun mal als kleiner Überblick. Selbstverständlich einen solchen Kracher nutze nicht nur ich. Der wird allzeit besprochen und weil natürlich die Suche über die Überschriften sich gestaltet, sehen diese Überschriften auch dementsprechend aus. Kommen wir mal zu den Inhalten. So, eine Geschichte, die mir unmittelbar einfiel, nachdem ich das also gelesen habe. Wir gehen gleich noch darauf ein, wie Jeff Bezos das vermutlich meint. Die bezieht sich auf ein Interview, welches ich gehört habe. Jeff Bezos war also vor der Gründung von Amazon. Das Geschäftsmodell stand schon relativ klar fest und es fehlte noch ein Name. Ganz kurz kam mal Armageddon, weil er Armageddon für die Konkurrenz sein wollte. Das fand er dann aber letztendlich wohl mit Recht nicht positiv genug. Und dann stand der Name praktisch fest, nämlich Abracadabra. Abracadabra, also Abracadabra, wir kennen das vom Zaubern, der Zauberspruch. Dann hat er also seinen Anwalt angerufen mit dem Auftrag für den Anwalt. So, dieser Name muss geschützt werden, wenn es geht. Zur Not müssen wir ihn irgendwie anders schreiben, Abracadabra. Und der Anwalt fragt nach, wie soll der Name sein? Die Verbindung war wohl nicht so gut. Abracadabra, wiederholt also Jeff Bezos. Er versteht es wieder nicht so gut und sagt, a cadaver, also ein Kadaver, was so viel heißt wie auch bei uns im Deutschen, ein toter Tierkörper. Und in dem Moment war Jeff Bezos klar, dass Abracadabra möglicherweise schnell ausgesprochen, also allein der Gedanke, man könnte darunter a cadaver verstehen, der hielt ihn davon ab, dann diesen Namen zu verwenden. Es wurde dann letztendlich Amazon, ob es am Namen lag, wahrscheinlich wohl eher an der Business-Story. Es wurde ein voller Erfolg. Nun also die Aussage, dass Amazon wohl eher in 30 als in 100 Jahren untergehen wird. Letztendlich bezieht sich Jeff Bezos damit auf etwas, was am Markt immer wieder zu sehen ist. Es gab das Beispiel von Sears, aber es gibt auch noch hundere andere Beispiele, bei denen Unternehmen, die einen enormen Weltmarktanteil hatten, dann untergegangen sind. General Electric war mal das größte Unternehmen der Welt, läuft heute unter ferner Liefen. US Steel, kennen sicherlich nur die Älteren, die so ganz alte Trading-Tagebücher haben, gibt es heute gar nicht mehr, war mal das größte Unternehmen der Welt. Die fünf größten Dow-Unternehmen von vor 20 Jahren spielen heute keine Rolle mehr. Noch schlimmer ist es, wenn wir in den Bereich der Technologie gucken. Ob wir über Compaq sprechen, okay, sind aufgekauft worden, dann sprechen wir über vielleicht Atari oder Commodore. Wer erinnert sich noch an den Commodore C64? Nokia, Marktanteil über 60%. Das ist nie einer Apple gelungen, nie einer Samsung gelungen. Heute, tja, der Gedanke, das Smartphone setzt sich sicherlich nicht durch, war genauso schlau wie die Annahme, die Leute werden niemals einem Auto vertrauen, solange es Pferde gibt. Also,
Es kann eine strategische Fehlentscheidung sein, die so ein Unternehmen dann auf den absteigenden Ast kommen lässt. Und nichts anderes sagt Jeff Bezos. Insofern ist mir diese Aussage, die er dort tätigt, sehr, sehr, ja, als Aktionär würde ich mich freuen, wenn er so etwas sagt. Weil nämlich im Umkehrschluss das bedeutet, Achtung, wir werden aufmerksam bleiben. Wir werden jeden verdammten Tag dafür sorgen, dass uns die Konkurrenz nicht abhängt. Notfalls machen wir die Konkurrenz platt oder wir kaufen sie auf. Das klingt relativ krass, aber so funktioniert das nun mal im großen Business und so würden sich auch kleinere Player verhalten. Also, man darf davon ausgehen, dass Jeff Bezos Mitleid mit dem Einzelhandel, der ganz sicherlich unter Amazon leidet, dass der beschränkt ist. Wenn jetzt der Kunde sagt, und gelegentlich höre ich das natürlich auch manchmal, ja, das kann man eigentlich nicht unterstützen, was die da machen, weil, dann kann ich nur sagen, der Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, Punkt Nummer 3, 4 und 5, also die 5 wichtigsten Faktoren, die Jeff Bezos immer wieder nennt, ist Customer Service und so weiter. Der Kunde bestimmt. Wenn also der Kunde sagt, wir möchten dieses oder jenes nicht mehr, dann wird Amazon darauf reagieren. Wenn der Kunde beginnt, bestimmte Bestellungen vielleicht zu boykottieren, weil er sagt, wir finden Amazon zahlt nicht genug. Auch darüber kann man ja nachdenken, ja? Soweit ich das verstehe, zahlen sie jetzt Tariflöhne, aber Amazon ist nicht die einzige Firma, die sich nicht unbedingt Freunde macht mit ihrer Geschäftspraktik, mit den Gewerkschaften. Aber allein zu sagen, Amazon schafft das nur, weil sie den Leuten in den Verpackungszentren nicht genug bezahlen, das ist etwas zu wenig. Aber darum soll es in diesem Video auch gehen. Gar nicht gehen, sondern eher darum, dass für mich aus Aktionärssicht die Einstellung, also diese skeptische Einstellung und dieser Hunger danach, es täglich der Konkurrenz so schwer wie möglich zu machen, eher eine positive da ist. Ich glaube, wenn Jeff Bezos abends ins Bett geht, dann sicherlich nicht mit dem Gedanken, dass es die Firma bald nicht mehr geben wird, sondern dann treibt ihn, obwohl er der reichste Mensch der Welt ist und sich insofern um Geld ganz sicherlich keine Sorgen mehr macht. Also ob er nun 100, 150 oder 200 Milliarden schwer ist, ganz ehrlich, nun kann man natürlich sagen, das ist doch einfach nur ein Raffzahn, das treibt ihn hundertprozentig nicht an. Ja, der war auf jedem Magazin einmal abgedruckt als reichster Mensch der Welt. Das wird nicht der Antrieb sein, sondern den Einflussbereich zu vergrößern. Amazon zu einem zu einer Handelsmarke zu machen. Also sie gehen in den Bereich Versicherung, sie haben sich im Bereich, selbst in den Bereichen grüner Technologie versucht. Und überall dort wird sich Amazon auch weiterhin versuchen. Und der Begriff versuchen ist in diesem Fall ganz wichtig. Denn was man Amazon seit dem ersten Tag an vorwirft, ist, dass sie zu viel Geld für Entwicklung und Forschung ausgeben, dass sie zu viel ausprobieren, was dann nicht funktioniert. Das hat Bezos auch ganz frank und frei in vielen Interviews zugegeben. Wir verlieren häufig Geld damit, dass wir in neue Technologien, in neue Ideen, in neue Produkte, in neue Arten der Abwicklung eines solchen Prozesses, dass wir dort investieren und die gehen nicht auf. Aber wir halten das für gut investiertes Kapital. Und man muss sagen, die Story ist eben aufgegangen. Amazon hat sehr viel Wert auf Umsatzwachstum gelegt, tut es noch immer, und relativ wenig Wert auf Gewinn. Wenn Amazon auch nur mal für ein oder zwei Jahre entscheiden würde, okay, jetzt wollen wir mal die Zitrone etwas mehr ausquetschen, ich bezweifle, dass es so sein wird, weil das genau dem widerspricht, was Bezos eben sagt. Also Stillstand ist für ihn Untergang, aber dann könnte Amazon sofort zu einer absoluten Gewinnmaschine werden. Ja, innerhalb von kürzester Zeit mit einer sagenhaften Dividendenrendite, wenn sie das denn wollten. Aber vielleicht ist es vielmehr im Sinne der Anleger, wenn sie das eben nicht machen. Wenn sie eben weiterhin erstmal darauf gehen, den Umsatz zu erhöhen. Also der Gewinn hat ja nun auch schon Dimensionen gesprengt, aber er ist eben gemessen am Umsatz immer noch relativ gering. Es gibt auch andere Unternehmen, bei denen das der Fall ist. Und deswegen kann ich nur dazu raten, bei einer langfristigen Anlage, ich spreche hier nicht mehr über das Trading, sondern über die langfristige Anlage, schaut, wie viel das Unternehmen in die Zukunft investiert. Und das kann durchaus auch bedeuten, dass die Gewinne von heute, von morgen oder vom nächsten Jahr noch negativ beeinflusst werden. Aber diese Investition in die Zukunft ist aus meiner Sicht gerade für Technologieunternehmen sehr, sehr wertvoll. Ich habe hier Apple
nicht hier, sondern im Eriksen-Kanal mehrfach kritisch besprochen, weil ich Apple anders gesehen habe. Ich habe bei Apple diesen Zyklus gesehen und gesagt, es kommen wenig neue Produkte. Und ich habe Apple negativ besprochen. Ich sehe das heute aber teilweise anders. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht glaube, dass Amazon so schnell untergehen wird. Diese Kundenzufriedenheit bei Apple ist für sich betrachtet. Man kann sie nicht ausgliedern und an die Börse bringen und eine Aktiengesellschaft Customer Satisfactory daraus machen. Aber das ist eigentlich das Riesenasset von Apple. Und vielleicht kommen auch deshalb nicht neue Produkte einfach so schnell auf den Markt, weil man das nicht riskieren will, diesen Wert zu verändern. Über 95% der Apple-Kunden sind zufrieden mit Apple-Produkten und würden ein neues Apple-Produkt sofort kaufen. Über 95%. Und diese Art der Kundenzufriedenheit und der Kundentreue ist unglaublich viel wert, weil man sich theoretisch sogar 2, 3 Fehlschritte erlauben könnte, was die gesamte Konkurrenz oder ein Großteil der Konkurrenz eben nicht kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Apple so vorsichtig ist momentan mit neuen Produkten. Ich bin immer noch leicht skeptisch, gebe aber ganz offen zu, dass ich bei meinen kritischen Aussagen über Apple diesen Bereich der Kundenzufriedenheit, ja, die könnten ein Stück Seife morgen auf den Markt bringen und hätten sofort über 200, 300 Millionen zufriedene Seifenkäufer. Werden sie wohl kaum machen. Aber, weiß ich nicht, Eiseife. Allein die Möglichkeit ergibt natürlich ein enormes Potenzial. Und das sehe ich bei Amazon auch. Also die böse Krake steckt ihre Fühler und ihre Tentakeln in alle Bereiche aus. Regulierung ist nicht die Aufgabe des Unternehmens. Regulierung ist die Aufgabe von Kunden, von Staat, von Gewerkschaften und so weiter. Kann man also über alles diskutieren. Aber heute ging es mir erstmal um diesen kritischen Blick von Jeff Bezos, den ich aus Aktionärssicht als sehr positiv und beruhigend ansehe. So, und jetzt möchte ich, wie versprochen, noch einen Blick auf die Fangaktien werfen. Wir gehen sie also einmal kurz durch, kürzlich ja schon hier im Kanal aufgegriffen. Wo liegen die Korrekturziele? Wie weit sind wir? Einmal im Schnelldurchlauf, dauert keine 5 Minuten. Ich wünsche euch schon jetzt einen schönen Dienstagabend und möchte darauf hinweisen, dass im Report wir diese Korrekturziele sowohl für Amazon als auch für andere Aktien schon sehr frühzeitig besprochen haben. Also, hier unter dem Video könnt ihr euch für diesen kostenlosen Tradermacher-Report eintragen und dann erhaltet ihr rechtzeitig ein Signal, einen Hinweis darauf, okay, jetzt könnte die Korrektur vorbei sein. Das ist selbstverständlich keine Garantie für steigende Gewinne, aber wenn man solche Chartmarken im Auge behält und insbesondere auf Wochenbasis sich immer wieder betrachtet, dann ist es doch sehr verwunderlich, wie häufig diese Marken dann im Markt wirken. Also, das war's für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend. Bis dann und ciao. So, beginnen wir also mit Facebook. Ganz wichtig, es geht hier nur um eine grobe Analyse. Wo befindet sich die Korrektur zu diesem Zeitpunkt? Das ist ein Update, welches letztendlich auf dem Video vom 1.11. Link blende ich euch hier ein. Am 1.11. haben wir uns Facebook, Apple und Konsorten angesehen und dieses Video basiert darauf, was ist seitdem passiert. Facebook gehört zu den eher schwächeren Fangaktien. Wir sehen, dass deutlich der Aufwärtstrend seit 2013 hier gebrochen ist. Wir sind unter dem ersten Retracement. Kursziel 119 US-Dollar, so lange, bis Facebook wieder über 142,50 ansteigt. Selbst dann muss man aufgrund des gebrochenen Aufwärtstrends sagen, tatsächlich passiert hier erst Bullischeres, wenn wir denn wieder über 166 beziehungsweise zum späteren Zeitpunkt dann noch höher über diese Trendlinie wieder ansteigen können. Ist unter charttechnischen Aspekten, ganz langsam mit dem Weihnachtsgebäck, momentan nicht die wahrscheinlichste Variante. Facebook relativ schwach im Vergleich zu vielen anderen Fangaktien, die durchaus vom Top einiges abgegeben haben. Wir können hier ruhig mal die Zeitspanne etwas verkürzen. Aber wie man sieht, trotzdem noch oberhalb des ersten Retracements, des großen Retracements handeln. Ja, wir haben jetzt mal die beiden
kleineren Retracements, also das 78er und das 23er, habe ich jetzt mal rausgelassen und mich auf die Wesentlichen konzentriert. Wir sehen hier, dass Amazon von über 2000 Dollar nun deutlich korrigiert, aber das alles ist eine Korrektur im Aufwärtstrend. Wenn wir die gleiche Chartlinie, Aufwärtstrendlinie anlegen würden wie bei Facebook, dann erkennen wir, dass Amazon einen Trend hat, der noch vollkommen intakt ist. Ja, der Fluch des steilen Anstiegs, könnte man sagen. Dadurch kann eine Korrektur sich weit ausdehnen, ohne den Aufwärtstrend zu gefährden. Insofern ist bei Amazon alles in Ordnung. Das Retracement hier unten ist noch nicht getestet. Das heißt also, solange wir hier keine besondere Stärke sehen, muss man eher davon ausgehen, dass sich die Korrektur noch weiter fortsetzen kann. Allerdings ist Amazon eine starke Aktie und das kann dann dazu führen, dass selbst das erste Retracement nicht ganz erreicht wird. Um zu sagen, ja, wann wird es denn unwahrscheinlicher, würde man dann das Retracement durchaus nehmen und dann die Retracement-Linie noch hinzufügen. Das heißt also, wenn wir über das obere Retracement bei 1636, hier als 76er, in anderen Chartprogrammen auch als 78er Retracement, wenn wir darüber ansteigen, ja, respektive das 23,6er Retracement, das hängt damit zusammen, dass man ein Retracement von oben nach unten oder von oben nach unten, also je nach Aufwärtstrend oder Abwärtstrend anlegen kann. Die Linien sind aber prozentual betrachtet gleich weit entfernt. Also, mit höherer Wahrscheinlichkeit ist diese Korrektur beendet, wenn Amazon über 1.636 US-Dollar ansteigt. So lange bleibt dieses Ziel bei 1.380 US-Dollar bestehen. Für neuerliche Short-Positionen ist es hier allerdings unter Chance-Risiko-Aspekten reichlich unattraktiv. So, Facebook, Amazon, Netflix schauen wir uns ebenfalls an. Eine ebenfalls eher schwächere Aktie. Das wurde zuletzt auch schon angesprochen. Der Rutsch hier unter 279 US-Dollar hat Spuren hinterlassen, sind 20 Dollar darunter. Ziele liegen momentan bei 234 und wenn man eine einfache Trendlinie, ja, ich sagte es schon, das ist hier eine schlichte, schnelle Chartanalyse. Das heißt also, für Einstieg, Ausstieg geht man dann noch tiefer ins Detail. Wir wollen nur bestimmen, wo ist jetzt momentan die Korrektur angekommen. Hier sieht man anhand dieser Einstellung, das Ziel liegt bei 235 US-Dollar. Damit man annehmen kann, dass die Aktie schon vorher dreht, müsste sie über 278 US-Dollar den Wiederanstieg schaffen. Das alles auf Wochenbasis. Denn das sind Wochenkerzen, die wir hier sehen. Und zum Abschluss noch die Google, der Börse jetzt Alphabet. Genauso wie Amazon eher eine starke Aktie. Ja, ist nicht so brutal angestiegen wie viele andere der Fang-Aktien. Hat sich also sehr wacker geschlagen. Und auch hier, wenn wir es einzeichnen wollen, ist also die Trendlinie, ich zeichne es jetzt nur mal grob ein, gebrochen. Ja, aber auch hier, wir haben noch nicht mal das 61,8er Retracement erreicht. Und man muss es auch sagen, der Weg zurück über diese Trendlinie, der ist nicht sonderlich weit. Wer jetzt sagt, wie erkenne ich das? Nochmal, möglich ist der Anstieg über das Retracement, also diese Retracements, die wir jetzt rausgelassen haben. Das ist eine Möglichkeit. Das heißt also, in diesem Fall würde der Wiedereintritt über 1090 US-Dollar nicht nur bedeuten, dass es über das Retracement geht, sondern wir sind auch in der Trendlinie. Dazu nimmt man dann, wenn wir über Retracements sprechen, selbstverständlich auch dieses Retracement auf kürzerer Zeitebene wieder. Das heißt also, wenn ich jetzt hier ein Fibonacci-Retracement einarbeite, wir haben einen abwärtsgerichteten Trend, ja, und ich dann schaue, wann tritt der Kurs über das letzte Retracement hinaus. Also wenn es darüber hinausgeht, dann ist es eben oft keine Konsolidierung mehr, sondern dann kann die alte Bewegung fortgesetzt oder eine neue Bewegung entstehen. Das heißt, für diejenigen, die es durchaus riskanter mögen, wäre also hier der Anstieg über 1090 US-Dollar bereits ein passender Einstieg.
Ich würde dann auch gleich mal dieses 61,8er Retracement, also über 1102 mit abwarten. Wer sagt, ich möchte mehr Sicherheit haben, Trend bestätigender einsteigen, der müsste den Anstieg über das letzte Retracement hier abwarten. Dann würde auch, das geht jetzt gleich ein bisschen zu weit, aber nur um es zu verdeutlichen, dann würde nämlich auch dieser kurzfristige Trend wieder gebrochen, wenn wir hier rüber ansteigen. So. Klar ist auch, hier unten ist das Chance-Risiko-Verhältnis besser als hier oben. Aber hier oben wird dann vermutlich eine Masse von Marktteilnehmern wieder davon sprechen, dass wir in einen neuen Bullenmarkt einschwenken. Ist das nun mal nebenbei momentan nicht der wahrscheinlichste Verlauf. Aber soweit mal das Update zu den Fangaktien.